Alter, den habe ich ewig nicht gemacht. Yeah. Oh, er ist hängen geblieben. Gibt's jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen in Erfurt. Es ist Zeit für eine Show. Wir waren lange nicht auf Freestyle, Motocross und Mountainbike-Shows. Letztes Mal Kings of Extreme. Und jetzt sind wir in Erfurt. Luke Ackermann, die deutsche Freestyle-Legende, FMX-Legende, Red Bull-Fahrer, macht seine eigene Show hier in Erfurt in seiner Heimatstadt oder Heimatgegend. Mit dabei Lennox Zimmermann, Jimmy, Michael Riegeberg. Heißt, es wird witzig. David Gotzek geht gerade schon hoch. Der soll den ersten Testsprung, glaube ich, machen. Die fixen gerade aber hier noch unser Setup. Wir haben nämlich einmal einen etwas kleineren Sprung und dann noch einen Kicker, der einen halben Meter höher ist und brutal steil. Und man springt wahrscheinlich einmal da oben hin. Ich habe richtig Bock, hier eine Show zu fahren. Das FMX-Setup sieht auch super krank aus. Übelst weit. Ich schneide euch das mal kurz rein. Und 3500 Mann, wenn mich nicht alles täuscht, heute hier in Erfurt. Und ich zeig's euch. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt auch gleich hoch zu David Gotzek und fahre die Rampe zum ersten Mal. Ich habe Bock. Riesengroßes Setup. Wird geil. Das ist er. Der Luke Ackermann. Challenge, von da reinspringen. Fünferwette, wenn du direkt den linken großen springst. Das ist schon groß, ne? Alter! Ja, schon weit, aber. Ja. Ich finde eher den Anlaufturm shaky. Wir stehen da unten so ein Stück über die unter der Hallendecke. Jo! Ja. Ordentliches Setup hier. David, über den Großen. Alter! Das war eng, oder? Bist jetzt auf Kamera. Geil, dass du das hier machst. Ja, ich habe schon vorgestellt, von wem es die Show ist, nächstes Jahr wieder, ne? Auf jeden Fall, nächstes Jahr Tickets sichern. Weißt du schon Datum? Ne, noch nicht ganz, aber wird wieder passieren nächstes Jahr. Das Schöne bei so einer Show ist, ich kann euch jetzt halt mal ein bisschen zeigen, noch wie es aussieht, wenn es hier leer ist. Alles leer. Das ist unser Anlaufturm. Den geht es halt auch immer wieder hoch. Und das ist gefühlt das Anstrengendere, als tatsächlich Fahrrad zu fahren, ist halt das Treppensteigen. So, also sieht das Teil aus hier. Und hier die leeren Ränge. David macht nochmal den großen und es war gerade ziemlich knapp. Boah. Ja, schon knapp, aber ist schon noch Luft. Also. Boah. Gut Airtime hier. Dann ist gerade Pause für uns, weil die Motocrosser fahren und wir schützen uns. Jetzt haben wir draußen was Kleines gefunden. Jo. Oh. Oh. Oh, ne. Alter. Du hast alle ein bisschen Mist gemacht. Er hat's verkackt. Ich hab einfach beim Obobar daneben gegriffen. Ja, du Windy. Nice. Oh. Oh. Ganz ohne hier hoch zu sehen, das sind doch die. Boah, Alter, der linke geht brutal nach oben. Die haben gerade schon gesagt, Practice nicht mehr lange. Mussten wir nochmal einen auf jeden Fall machen. Der Gotzek ist schon wieder komplett eskaliert. Er könnte die Show gefühlt allein fahren, so gestört ist der unterwegs, der Kerl. Geistes, einfach nur geisteskrank, muss man sagen. Auf was für ein Level der sich bewegt. Aber ja, Setup macht Spaß, ist riesig groß, man merkt es auch, es drückt einen komplett in den Kicker.
Aber wenn man sich dran gewöhnt, ist echt cool. David Kurziek. Oh! Dreier Indy. Alter Michi, was ist denn deine Einschätzung? Wir sind ja direkt unter Deckenhöhe. Sind es 10 Meter oder sind das sogar 12? Oder sogar noch mehr? Schon 10, glaube ich. Hat jemand gesagt oder denkst du? Ja genau, jemand hat gesagt, die Halle ist glaube ich 11 Meter oder sowas hoch. Ah, okay. Und dann wären wir hier, oder bisschen höher vielleicht. Schon crazy irgendwie. Alter, oder? Wie ist es für dich mit BMX? Wer kann schon sagen, dass er beim Messe mal einen Finger angefasst hat, ne? Ja, auf jeden. Driving! Ja, so sieht das von hier dazwischen aus. Das Teil ist halt einfach 3,5 Meter hoch und der so 3,10 Meter, irgend sowas. Jo, das war's vom Practice. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Setup, aber macht echt Bock. Ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt schon echt viel wieder Halle gefahren und Skatepark und auf einmal hat man so riesen Kicker. Und wer heute noch wegfliegen will und sich hier bedient, der schläft 5 Tage nicht. Backstage ist ziemlich nice, riesen Auswahl an Essen hatten wir schon, zum Beispiel Schupfnudeln, jetzt alle, ne? Aber alle, jetzt sieht es nicht mehr so geil aus, ich kann es euch nicht zeigen, aber war echt gut. Und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Käffchen muss, ha? Mhm. Geiles Obst. Mhm. We're coming into winter, you got tropical fruit. Oh, da ist Kaffee coming. Show geht los. Pilgrim, choose the music. Sam Pilgrim Vlog beginnt jetzt. It's crack a money o'clock. Oh! Oh, die Halle bebt. Da ist er. Da ist er. Gegen die Motocross Vips können wir nicht mithalten, aber wir haben gesagt, wir machen next. Ja! Motocross Vips. Alter! Vip konnte es gegen David, der kann die aber auch geisteskrank. Oh, über Großen! Oh! Die FMXer haben jetzt noch VIP-Contest-Finale. Zufrieden, oder? Ja, definitiv. Hallo Erfurt. Aber David zufrieden war auch gut, oder? Definitiv. Und er hat die große Rampe genommen. War schon ein gutes Ding. VIP-Contest gewonnen! Und jetzt ist Reopening. Und die montieren da zwei Stangen. Jetzt ist hier High Jump. Wie hoch springen wir jetzt? 1,50 Meter. Ja, Michi. Ja. Ja. Wie weit höher gehen die jetzt? Halben Meter, Alter. Nächste Runde. Oh!
Oh. Alter! Alter, ist das komisch! Da ist sie! Das war super knapp! Alter, ich fand's so komisch, das sieht von oben nicht so hoch aus und dann springst du ab und ich hab gedacht, ich spring voll dagegen. Das wirkt von oben ganz anders. Ich hab mit dem Helm das Ding gehittet. Ich hab's nicht gefilmt. Gottsjag ist gerade mit Flatspin über die Höhe und mit dem Hinterrad da oben hängen geblieben. Das wackelt immer noch. Danke, dass ihr noch bleiben könnt. Hier kommt Lukas. Aber ich hab auch uns Fronny gemacht, aber unten. Bist du hingefallen? Ja, ja, unten. Krank. Dude, that was insane. Ich bin lange unser Landingbag nicht gefahren. Der Bounce Frontflip hat schon mal besser funktioniert. Aber passiert. Was soll's, gehört dazu. Wie gesagt, ich habe leider kein Video, aber da ist der Fotobeweis von David. Habe ich euch den Backstage schon gezeigt? Ich glaube nicht. Ist ganz, ganz schick hier. Könnten später sogar auch noch duschen. Und jetzt ist gleich letzter Teil der Show. Die FMX haben Best-Trick. Wir haben auch Abschluss. Und ja, haben jetzt gerade noch kurz was gesnackt, was getrunken. Und jetzt letzter Teil. Let's go, Boys! Yes, boy! Yes, sir! Yes, sir! Alter! Er hat gewonnen! Yeah, boy! Was nice. Hat sich David Gottschalk jetzt noch vorgenommen? Jetzt bin ich gespannt. Ja, Mann! Ja, Mann, Alter! Oh! Oh! Ist denn Crankworks, oder was? Alter, komm jetzt! Ist es Crankworks? Ist es Crankworks? Oh! Oh! Alter! Er ist einfach hängen geblieben! Das war Go Big or Go Home 2023. Michi, dehnt sich nochmal. Ich bin noch ein bisschen Spaghetti. Wir hatten jetzt eine anderthalbe Stunde noch Signing Session. Es ist jetzt 12:30. Wir sind alle übelst durch, weil es war ein richtig langer Tag. Hat super Bock gemacht. Auf
auf jeden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Danke an alle, die da waren. Luke, war eine geile Show. Peace.